Junger Besuch am Donnerstag in der Sparkassengeschäftsstelle in Neukloster. Insgesamt 3 siebende Klassen des Gymnasiums am Sonnenkamp in Neukloster lernten kurz vor den Ferien Praktisches zum Thema Zinsen und Sparen. Carsten Börmer aus dem Vorstandsstab der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest erklärte den Jugendlichen ganz plastisch die Zusammenhänge am Geldmarkt. Reine Zahlenspiele interessieren die Schüler eher wenig. Darauf hatte sich der Finanzexperte vorbereitet. Man versucht natürlich, die Kinder mitzunehmen. Das ist in der Tat für uns nicht ganz einfach. Wir sind keine ausgebildeten Lehrer, machen das also nicht professionell. Wir versuchen natürlich, die Kinder einzubeziehen, viele Fragen zu stellen und natürlich Beispiele zu nehmen aus ihrem Alltag, also Dinge, die die Kinder konkret fassen können. Interessante Einblicke gab es für die Schulklassen bei einer Führung durch die Geschäftsstelle. Schon viele Jahre arbeitet das Kreditinstitut mit dem hiesigen Gymnasium zusammen. Die Auszubildende im zweiten Lehrjahr, Julia Klaschek, war selbst einmal am Neuklostergymnasium und hat diese Führung vor Jahren als Schülerin mitgemacht. Nun konnte sie den Siebtklässlern selbst einiges erklären. Ja, also man kann sich natürlich total in die Rolle reinversetzen, wie es dann halt so damals war, als man selber noch da saß. Auch, dass man da vielleicht noch nicht so zugehört hat. Und jetzt so auf der anderen Seite zu stehen, ist eigentlich, also man fühlt sich schon besser und es fühlt sich schön an, denen das auch dann nochmal zu sagen, auch gerade über die Ausbildung nochmal. Ist ja auch schön, wenn man das weitergeben kann. Besonders die Tresorräume und die Geldzählmaschinen sorgten für Staunen. Bei dem Projekttag mit der Schule geht es nicht nur um Wissensvermittlung. Auch die Sparkasse versucht rechtzeitig, zukünftige Auszubildende von einer Zukunft in der regionalen Bank zu überzeugen. Ja, das ist schon eigentlich genau die Zielgruppe jetzt so in diesem Alter, 7. Klasse, wo sich die Kinder orientieren. Und schön ist es schon, wenn wir Auszubildende immer, wenn da immer welche nachrücken und wenn sich dafür auch welche interessieren. Weil es ist jetzt nicht mehr so einfach, weil jetzt geburtenschwachere Jahrgänge sind. Und aber wir haben eigentlich da keine Probleme. Wir haben eigentlich immer ein reges Interesse an unserem Beruf und finden eigentlich immer Auszubildende. Aber es wird schon schwieriger. Und kann dann dieses Fach öffnen. Für die Gymnasiasten brachte dieser Vormittag einen spannenden Blick hinter die Kulissen ihrer Sparkasse. Zinsrechnung und Mathematik auf völlig andere Weise.